Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Der Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer ist mit Deepika Bagage letztes Jahr ein fulminanter Erfolg, ein großer Bestseller gelungen. Nun gefolgt von Fatih, einer weiteren Auseinandersetzung mit der eigenen, durchaus dramatischen Familiengeschichte. Mehr als drei Jahrzehnte bringt Franz Posch mit seiner Sendung »Mein Liebste Weiß« österreichische Volksmusik in die heimischen Wohnzimmer. Der ehemalige Musik- und Sportlehrer, der unglaubliche 20 Instrumente spielt, präsentiert seine nächste Sendung zum 100. Geburtstag des Burgenlandes. Durchschnittlich 2,8 Millionen Österreicher und Österreicherinnen hören seine Stimme im Ö3 Wecker. Seit Starmania 2021 kennt man auch sein Gesicht. Philipp Hanser, der Radiomoderator, Kommentator und Podcaster, ist vielseitig beschäftigt. Privat hat er sich in letzter Zeit viel mit Ahnenforschung beschäftigt. Mit den vielen Facetten der österreichischen Sprache setzt sich Lisa Krammer auseinander. Für ihren Podcast Mundart interviewt die Sprachforscherin Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten und untersucht den Gebrauch verschiedener österreichischer Dialekte. Herzlich willkommen, meine Gästen heute. Lisa Krammer, wenn man diese Dialekte wissenschaftlich untersucht, sprechen Sie die auch alle? Also ich komme ursprünglich aus dem Burgenland und dementsprechend durchaus burgenländischer Dialekt, aber es ist schwierig zu sagen, wo beginnt Dialekt, wo hört Dialekt auf, was ist der burgenländische Dialekt. Ich lebe schon sehr lange in Wien, also das vermischt sich alles dann doch recht. Aber gibt es aus wissenschaftlicher Sicht besondere Worte, die Ihnen begegnet sind, die man sich dann einfach auch merkt? Also ich mag zum Beispiel Guckerschecken irrsinnig gern. Das ist ein Wort, das nicht mehr so gebräuchlich ist heute, die Sommersprossen. Guckerschecken, ich weiß gar nicht, ist das wienerisch oder wow, salzburgisch, ich weiß es nicht. Also Steiermark kommt es nicht. Steiermark kommt es nicht. In meinem ganzen Leben. Ja. Bei uns heißt Merzerschiss. Wie? Merzerschiss. Ja, das kenne ich gar nicht, Merzerschiss. Okay. Gibt es solche Worte, die natürlich, es gibt speziell burgenländische Wörter oder dann auch das Hirnzische, da werden wir noch zum Sprechen kommen. Ja. Da gibt es zum Beispiel Guisamper. Keine Ahnung. Ja. Nie gehört. Die Gießkanne. Ja. Aha. Ah. Aber ansonsten ist es sehr, zum Beispiel, ich mag sehr gerne das Wörtchen Wurscht für egal. Und ich glaube, das wird... Keine Ahnung, was ist. Die Wurscht, ganz Österreich. Das Wurscht ist österreichisch. Ja, also das Radio ist schon sehr schön unmittelbar. Mhm. Ich sage das jetzt in einem Fernsehstudio, da machen mir jetzt viele Freunde daher bei den Kollegen. Das Radio ist halt so schön unmittelbar. Und wir fünf hier könnten tatsächlich in einer halben Stunde... Ich habe, wie gesagt, gute Kontakte zu Ö3. Wir könnten sofort eine Radiosendung machen. Ich glaube, sie wäre tatsächlich sehr unterhaltsam. Bin gern dabei. Ja, sofort. Die Einladung steht. Und Fernsehen, natürlich hat das auch was, der Zauber mit Kamera und Ton und Technik und Licht. Ja. Aber dieses Unmittelbare und Schnelle am Radio gefällt mir schon sehr gut. Mhm. Ja. Denn die nächste Sendung, mein Liebste Weiß, wird aus Donnerskirchen, aus dem Burgenland übertragen werden live. Mhm. Zum anlässlich 100 Jahre Burgenland, was kann jetzt ein Tiroler, ein kerniger Tiroler mit dem Burgenland anfangen? Was ist dort schön für dich, was fehlt dir? Also ich kann sehr viel anfangen, weil Abwechslung macht das Leben süß. Wir haben diese steilen Berge. Und wenn ich mal da ins Burgenland käme und diese wunderbare Hügellandschaft sehe, dann gefällt mir das schon sehr. Und vor allem die tollen Weingärten. Und wenn man dann St. Margarethen über den Steinbruch fährt und da vorne liegt der Neusiedlersee vor einem, das ist toll. Und da habe ich sogar ein paar Mal schon Urlaub gemacht. Ich genieße das sehr, freue mich sehr. Und ich bin ein Fan vom Burgenland. Ja, wirst du Lisa gleich hinführen? Man auch in der Sendung dann spüren. Und es ist mir wichtig, dass man dann also auch vom Musikalischen her diesen Unterschied merkt, weil die Burgenländer singen anders, die spielen anders. Mhm. Wir machen eine Tamburica-Gruppe dabei. Mhm. Und das ist das Tolle an der Volksmusik, diese Vielfalt, weil jede Region ein bisschen anders klingt. Ein bisschen anders ist, aber bevor die Lisa das Hirnzische bringt, Monika Helfer, die Abwechslung, die lieben Sie und Ihr Mann ja auch. Sie haben in Wien, glaube ich, eine kleine Wohnung und leben aber an sich in Hohenems. Und in Wien haben Sie ein liebstes Hobby in der Straßenbahn, Menschen beobachten. Das tue ich zu Hause auch. Das tue ich überhaupt. Ja? Tue ich, weil? Also seit ich in Kemp bin, mache ich das, weil ich da lernen kann. Ich meine, wenn ich jemanden anschaue, dann habe ich sofort ein Bild, eine Geschichte, irgendwas fällt mir ein. Es gibt nichts Interessanteres als Menschen, finde ich. Und warum gerade in der Straßenbahn?
weil die Leute sind, fühlen sich da nicht beobachtet, die sind da so bei sich und sind nicht affektiert oder spielen irgendwas vor, die sind einfach so, wie sie sind, und das finde ich total spannend, oder wie sie zueinander sind, wenn sie ein Kind dabei haben oder zwei alte Menschen, ganz egal. Mhm. Also dieses Zueinander oder dieses für sich allein sein, so beobachten, das finde ich unglaublich spannend. Aha. Lisa, Burgenland, Hirnzisch. Burgenland. Die schöne Burgenländerin. Die schöne Burgenländerin. Ein wunderschönes Lied. Hirnzisch, wie geht Hirnzisch? Kennen Sie auf Hirnzisch schon irgendwas? Also ich muss dazu sagen, Hirnzisch, das ist ja das Exotikum schlechthin im Burgenland und darüber hinaus. Man sieht es auch hier. Mittelburgenland ist das, ne? Es ist im Burgenland verteilt, ganz stark im Süden. Da gibt es auch den Hirnzenverein. Aber es gibt auch regionale Unterschiede. Also Variation, das Stichwort in der Musik, auch in der Sprache. Also es gibt nicht das eine Hirnzisch. Und ich selbst kann es nicht sprechen, sage ich gleich vorweg. Also meine Großmutter, eben meine Oma, die kommt ursprünglich aus dem Südburgenland und die hat dann immer eben so Schmankerl mitgebracht. Zum Beispiel, der Opa tut immer Kagitzen, Husten, Räuspern, so Hüsteln. Ja. Oder eben Maiplätschen für Löwenzahn oder los einmal her, hör mal her. Das sind so ein paar Begriffe und da merkt man schon, es ist nicht immer dieses Ui, weil es ist ja so als diese Ui-Mundart bekannt, wie Muida, Kui, Bui. Mhm. Ja, das gibt's auch, aber eben es ist viel variationsreicher. Aha. Franz, ist dir wichtig, dass du mit deinen Sendungen, und du besuchst ja da alle Regionen und auch Bundesländer, auch verschiedene Klangfarben im wahrsten Sinne, aber auch verschiedene Dialekte kennenlernst? Absolut, ja. Da habe ich sogar ein bisschen ein missionarisches Denken. Ich möchte den Zuschauern einfach vermitteln, wie vielfältig unser Land ist. Und das wollen wir eigentlich, es liegt mir am Herzen, das so lange wie möglich zu bewahren, weil die Gefahr der Nivellierung ist ja natürlich groß. Mhm. Da wollen wir ein bisschen vorbildlich sein. Deswegen solche die Gruppen immer tunlichst aus der nächsten Umgebung, dass man merkt, aha, so spielen sie dort, so spielen sie irgendwo anders. Und beim Dialekt, da manifestiert sich das ja sowieso sofort bei den Liedern. Mhm. Aber auch, wie gesagt, bei der Instrumentalmusik gibt's Dialekte, wenn man so will. Und ich vergleiche das immer auch mit Brauchtum, auch mit den Trachten. Die sind auch überall verschieden. Und genau diese Vielfalt wollen wir hervorkehren. Lisa, der Franz Bosch spricht vollkommen ungeniert und aber eigentlich sehr selbstverständlich seinen Dialekt, das Tirolerische. Ist das auch eine Frage der Identität, wie er sagt, aber auch eine Frage des Selbstbewusstseins? Also gerade am Land haben Generationen von Kindern gehört, sprich keinen Dialekt. Das ist ganz klassisch noch diese alte Einstellung sozusagen, würde ich sagen. Der Dialekt teilweise ist was Defizitäres. Dass man dadurch auch dann in der Schule es schwieriger hat, weil ja Standarddeutsch, Hochdeutsch hier die Sprache ist und dass man sich da einfach schwer tut. Mhm. Aber heutzutage weiß man auch im Sinne von Mehrsprachigkeit, wenn man mit mehreren Sprachen aufwächst und auch mit mehreren Sprechweisen, dann ist das eine Ressource und eine Bereicherung in jeder Hinsicht. Ist es auch eine Frage des sozialen Status gewesen oder heute immer noch? Natürlich, es ist ganz klar, Sprache ist nie wertfrei. Sprache ist unser persönliches Ausdrucksmittel. Und wenn ich jetzt Hochdeutsch, Standarddeutsch spreche, habt ihr alle hier andere Bilder, andere Vorstellungen im Kopf. Und wenn ich jetzt switche und ein bisschen dialektaler spreche, dann kommt es schon ganz anders. Ja. Mhm. Passt das jetzt zu meiner Rolle als Sprachwissenschaftlerin? Mhm. Passt das jetzt zu mir als Wissenschaftspodcasterin? Wie ist Lisa Kramer privat? Also da sind so viele Aspekte und der Kontext ist ein wesentlicher Punkt. Mhm. Und wir sind ja eine Fernsehsendung, Philipp Hanser hat schon gesagt, das ist der Kontext, das rote Licht, und das ist auch bei mir dann so Standarddeutsch, Hochdeutsch. Ja, bitte, da als ehemaliger Lehrer zeigt er brav auf. Ja, interessantes Detail. Mir fällt auf, der Dialekt sich mehr und mehr etabliert, auch bei den Jungen. Mhm. Und vor allem stelle ich das fest, dass er beim Schreiben, also wenn mir, also ein junger Mensch schreibt nie in der Schriftsprache. Die SMS, was ich kriege von meinen Söhnen, wenn sie wissen wollen, ob ich noch heimkomme, schreiben sie, wo bleibst, wenn kimmst. Volle
Ja. Die schreiben nur im Dialekt. Mhm. Interessantes Phänomen. Also stehen dazu irgendwie. Wobei, das hat ja auch eine historische Entwicklung. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man tunlichst kein Hochdeutsch sprechen, weil es einmal um diese Abgrenzung von Deutschland ging. Und erst nach und nach hat sich dann wieder etabliert, durch die Medien, durch die Werbung, durch die Filme, dass das Hochdeutsch heute natürlich unsere Sprache und vor allem das Deutschdeutsch unsere Sprache ist doch sehr bestimmt. Zu sehr? Sprache ist lebendig. Sprache wandelt sich mit uns Sprechenden. Und wenn wir es verwenden, gebrauchen, dann ist das ganz klar, dass das in unserem Umfeld ist. Da könnte man jetzt sagen, ja, bundesdeutsche Ausdrücke, oje, zu viele Anglizismen, auch jetzt in der Corona-Pandemie. Ja, ja. Wie oft hören wir Lockdown, Homeschooling, Homeoffice, Distance Learning. Neue Begriffe, werden sie bleiben in unserer Sprache? Das wird sich zeigen. Also als Sprachwissenschaftlerin, man kann immer nur beschreiben und Tendenzen aufzeigen, aber Sprachwandel sozusagen, das kann man immer retrospektiv sich erst anschauen. Franz hat gerade die SMS seiner Söhne angesprochen, dass die Dialekt verwenden da. Das kenne ich so gar nicht, dass da Dialekt verwendet wird, weil gerade SMS und WhatsApp-Nachrichten ja wieder eine eigene Sprache eigentlich entwickelt haben. Auch mit Abkürzungen und so, wie schnell gehen muss. Ja, bisschen, da gibt es ja dann die... Du, das musst du wissen. Ja, wenn irgendwas gut geht, dass man einfach nur FTW schreibt, for the win oder so irgendwas, wenn eine Show gut war. So FTW? FFTW, wie Walter dann hinten, ja, so quasi. Die Show war FTW, for the win oder so irgendwas. Das ist dann einfach nur ein Anglizism und das auch noch abgekürzt dazu. Ja. Siehst du in dieser SMS-Sprache eine Verkümmerung der Sprache oder ist es eine Erweiterung der Sprache? Bauchgefühl würde ich eher sagen, sogar Erweiterung. Ja. Also wenn man es nicht komplett verlernt und wenn ich trotzdem noch, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Buch schreibe und mich hinsetze und mit Anglizismen und Abkürzungen schreibe, dann wäre das kompletter Schwachsinn. Mhm. Ja, das finde ich nicht in Ordnung. Also niedergeschrieben sollte vielleicht schon in Ordnung sein, aber am Ende des Tages, wenn ich per WhatsApp kommuniziere mit meinen Freunden, dann sollte es schon einfach nur um die Kommunikation gehen und das Verständnis, was der oder die andere quasi einem sagen will. Und das, da ist es dann okay für mich abzukürzen, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ja. Und welcher Helfer sind Sie? SMS-Firmen? Überhaupt nicht. Ich bin ein richtiger Neandertaler, was das anlangt. Aber was Dialekt anlangt, ist es bei uns interessant. Also bei uns waren die Leute, die besseren Leute, also die etablierten, die Fabrikanten, die haben eine eigene Sprache entwickelt. Bei uns sagt man, und zwar Bödeledütsch oder Ganaldütsch, also so sogar, dass der Name des Fabrikanten das begründet hat. Und die haben eine furchtbare Sprache, finde ich. Die haben zum Beispiel... Also immer, ich gehe hinauf, dann habe ich gesagt, ich gehe hinauf. Und mir haben gesagt, wir gehen auf oder wir gehen runter. Also Dialekt, wir und immer Dialekt geredet haben. Mhm. Und so unsere Kinder, immer. Und jetzt habe ich festgestellt, dass zum Beispiel jetzt die Grünen, also die politisch Grünen, die schätzen jetzt den Dialekt mehr und die bringen den wieder in die Familie. Dort reden auch Leute, die jetzt besser gestellt sind, reden wieder Dialekt. Aber wenn einer jetzt sich besser gefühlt hat oder in der Schule, da waren die mit nunten auf, also wie man gesagt, die nunten auf Typen, die waren ja, Typen haben wir nicht gesagt, die nunten auf, das waren alles die Besseren, wir waren irgendwie die mit, ja, Dialekt war einfach, das war nieder. Die Bessergestellten, interessant, denn Lisa, für Ihre Dissertation haben Sie sich angeschaut, die Dialektnutzung auf österreichischen Universitäten im West-Ost-Gefälle, also übers Land verteilt. Was ist denn dabei rausgekommen? Also es ist noch in progress. Es dauert noch ein bisschen und ich bin gerade bei der Auswertung von über 1800 Fragebögen. Und da habe ich Studierende befragt, wie sie an den 5 größten Universitäten sprechen. Und wenig überraschend, Hochschulkontext, ein Ort der Mobilität, ganz viele Studierende, Lehrende treffen aufeinander mit ganz unterschiedlichen Erstsprachen, nicht nur Deutsch. Und da spielen natürlich dialektale Sprechweisen. Alles zwischen Dialekt und Standard spielt da eine Rolle. Eine ganze Bandbreite ist da vorhanden. Und es ist natürlich spannend, in welchen Situationen werden diese Sprechweisen verwendet und welche Funktionen und Interessen gehen damit einher. Und es zeigt sich natürlich schon noch recht klassisch und gewisserweise auch Stereotyp oder die stereotype Vorstellung von einer Universität. Es ist ganz klar, wenn ich einen Vortrag halte, dann spreche ich Standarddeutsch. Wenn ich jetzt in einer Prüfungssituation bin, spreche ich grundsätzlich Standarddeutsch. Aber dann gibt es doch so manche Kontexte mit Lehrenden unter 4 Augen in der Sprechstunde. Es ist immer noch
der Lehrende, die Lehrende, aber es ist ein bisschen privaterer Kontext, es ist weniger vorbereitet, es ist mehr spontan. Und dann kommt das gesamte Variationsspektrum zu tragen. Und das ist, finde ich, so schön zu zeigen, eben, okay, wir haben den Kontext Universität und das ist formal Standarddeutsch und das stimmt. Ich möchte auch nicht sagen, das wäre nicht so. Aber in gewissen Situationen mit bestimmten Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen, da haben dialektale Sprechweisen eine Funktion. Es sind schon die Worte Identität und Authentizität gefallen. Bringt Dialekt auch Nähe? Ganz klar. Also wenn der Standarddeutsche mit Kompetenz, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, Sachlichkeit verbunden wird, dann gewinnt der Dialekt auf der Sympathieebene. Mhm. Es ist persönlicher, es ist authentischer, wenn es aber meine Sprechweise ist. Also wenn ich jetzt hier künstlich versuche, da tirolerisch zu imitieren, um da mich an sie anzupassen, dann ist es wieder kontraproduktiv. Mhm. Aber grundsätzlich schafft Dialekt Nähe. Mhm. Und auch dieser spontane Switch. Wenn ich jetzt switche, dann hat das einen Effekt. Mhm. Franz, hast du je in deiner Sendung versucht, Hochdeutsch zu sprechen? Nein. In Situationen? Eigentlich nicht. Also bin wirklich in einer überaus glücklichen Lage, dass ich so reden kann, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das ist ja ein Glücksfall. Unglaublich. Ja. Wie auch Lisa, Ihre Gesprächspartner in Ihrem Podcast, Mundart heißt da, also das englische Art. Es geht nicht nur um die Mundart, sondern um die Kunst, die da drinnen steckt, die aber wahrscheinlich ja ohnehin auch in der Formulierung Mundart drinnen steckt. Interviews mit Herbert Prohaska, mit der Jess Gitti, mit Werner Gruber. Ich tippe mal, da ging es ums Wienerische. Über alles Mögliche. Also alles, was mein Gast mitbringt, wird dann verpackt, mit linguistischen Themen angereichert. Und ich versuche halt, eine gute Balance zu halten zwischen wissenschaftlichen Themen und persönlich privaten Themen. Mhm. Aber der Dialekt, dass die Gäste auch im Dialekt sprechen, ist wichtig oder nicht? Die Gäste sprechen ganz frei. Es kann auch sein, dass sich die Sprechweise verändert, dass es am Anfang vielleicht ein bisschen gehemmter ist und dann wird es ungezwungener. Und auch ich verändere meine Sprechweise. Also ich bekomme manchmal Rückmeldungen, jetzt heißt der Podcast Mundart oder Mundart und du sprichst ja gar nicht so viel Mundart in diesem Podcast. Und da sind wir wieder bei der generellen Verständlichkeit. Ja. Ich bin ja in dem Podcast keine Privatperson, ich bin Sprachwissenschaftlerin und dementsprechend für die allgemeine Verständlichkeit spreche ich Standarddeutsch. Aber wenn ich am Würstelstand bin für die dreiteilige Spezialreportage, da packe ich natürlich mein gesamtes Repertoire aus. Mhm. Gibt es für Sie einen schönsten Dialekt, wo Sie sagen, der klingt für Sie einfach besonders schön, besonders gut? Steirisch. Ich weiß die Antwort nicht. Was war die Antwort? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage und da darf sich die Wissenschaftlerin nicht festlegen. Genau. Aber was ja immer wieder auch ist bei Dialektbegriffen, ist, dass die ein gewisses Eigenleben entfalten. Mhm. Also wenn ich beim Wienerischen bleibe, zum Beispiel die Formulierung Euder oder Herst Euder, die ja Euder sehr, sehr gebräuchlich ist, aber das meint ja viel mehr als einfach einen älteren Menschen. Im Gegenteil. Was steckt da alles drinnen? Das hat sich verselbstständigt. Also Euder hat wirklich eine schöne Entwicklung hingelegt. Mhm. Das kann man jetzt im Nachhinein sprachwissenschaftlich untersuchen. Am Anfang war es eher Alte eben, dieser Name. Dann war es eine Art Ausrufewort, Herst Euder. Mhm. Und jetzt mittlerweile sind wir angekommen, Euder als Diskursmarker. Das heißt, überall. Man kann Euder einfach wirklich an jeder Stelle, in jedem Satz, es passt zu jeder Emotion, zu jeder Lebenslage. Und es ist eben nicht typisch wienerisch. Ich würde sagen, es ist eben schon gesamtösterreichisch und vielleicht auch schon darüber hinaus. Ist es so? Ist Euder in Vorarlberg angekommen? Ja, schon. Ja, ja, auch in Tirol. Ja, total. In Tirol, Euder, ja. Steiermark sowieso. Sowieso. Das ist eine sehr gute Sendung, Alter. Ja. Ja, genau. Ja. Das ist eigentlich dann sogar wirklich das Kompliment gewesen. Das war ja das Jugendwort des Jahres oder das Wort des Jahres letztes Jahr oder so. Ja, das passt gut. Herrlich sind ja die Südtiroler Skifahrer, oder? Weil? Wenn die so interviewt werden. Ja. Na, so köstlich. Und der Paris. Der Paris. Der ist super. Ja, der Paris ist erzähl, groß. Erzähl, musst du mal kurz... Na, also die... schämen sich überhaupt nichts. Also die reden wirklich, also die haben so viel Selbstvertrauen, sie gewinnen auch genug. Ja, ja.
dass sie daherreden, so wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und der Dominik Baris aus dem Ultental hat zum Beispiel schon ein bisschen einen Zachen-Dialekt, muss man aufpassen. Ja. Aber es macht ihn so sympathisch. Weil da strahlen die Augen, das ist ehrlich, authentisch. Traum, ein Dominik Baris-Interview. Ja. Also, der ist so authentisch. Und im Gegensatz dazu erlebt man gerade bei Sportlern oft, wenn ihnen dann gesagt wird, red nicht Dialekt. Ja, das war mal so. Was ihnen da genommen wird, was da fast abgeschnitten wird von einem Menschen, wenn man ihnen den Dialekt untersagt. Was sagt da zum Beispiel dieser Sportler? Der Dominik Sagen Sie einen Satz? Ja, es sagt einfach ja. In der Kufen oben, da hat es mir ein bisschen gefeigelt und so, aber nachher habe ich mir gedacht, jetzt muss ich Gas geben. Nachher bin ich einfach. Sympathisch. Oder der Matthias Meyer ist ein Hund, der ist runtergefahren. Ja. Wie die gesenkte Sau, das ist dann ähnlich wie der Anfänger ein bisschen, aber einfach so ganz ehrlich und weil wir über das schon geredet sehr haben. Sympathisch. Das Rotlichtchen an und der hat keinen Filter. Und das ist wichtig. Ja, super. Ja, stimmt. Ohne Filter ist gut. Ja, ohne Filter. Okay, ich danke, dass wir ein bisschen hinter den Filter schauen durften heute. Ich danke meinen Gästen für Einblicke in ihr Leben, in ihr Schaffen, in ihr Denken. Verabschiede mich mit einem herzlichen EWT, wie ich gelernt habe. Und darf Sie einladen, auch nächsten Donnerstag wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf Gary Kessler, der über seine neue Inszenierung, die Show, die vor dem Stephansplatz, vor dem Stephansdom stattfinden wird, unter dem Titel Austria for Life stattfinden wird. Und ich freue mich auch auf meine Kollegin Martina Rupp, die legendäre Ö3-Stimme, die uns schon bald fehlen wird. Ich danke für heute, wünsche eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.